Ja. Liebe Freunde aus Südtirol, liebe Mitglieder von Südtiroler Freiheit, zuerst möchte ich mich verzeihen, dass ich nicht bei Ihnen bin, als es geplant war. Ich hoffe, in der Zukunft werden wir eine andere Gelegenheit haben, um uns ein bisschen um die politische Lage in Katalonien bzw. Europa oder Südtirol zu unterhalten. In den letzten Jahren haben tatsächlich politische Entwicklungen in Katalonien die Aufmerksamkeit der Medien und der öffentlichen Meinung weltweit gefangen. Seit 2012 und Jahr für Jahr haben wir riesige politische Mobilisierungen erfahren, um das Recht, unsere eigene Zukunft demokratisch zu entscheiden, geltend zu machen. Viele Katalanen glauben heute nicht mehr, dass wir in der Tat ein besseres Land innerhalb des spanischen Staates haben können. Die katalanische Regierung und das Parlament haben jeden möglichen Schritt zu einem vereinbarten, rechtsverbindlichen Unabhängigkeitsreferendum unternommen. Leider vergeblich, aufgrund der kompletten Abneigung der spanischen Regierung, Katalanen frei über ihre politische Zukunft entscheiden zu lassen. Aber trotz all die Schwierigkeiten und trotz all die Hindernisse seitens des spanischen Staates, unser Unabhängigkeitsprozess geht weiter nach vorne. Nach der Parlamentswahl am letzten 27. September gibt es im neuen Parlament eine absolute Mehrheit der Abgeordneten, die klar für die Unabhängigkeit Kataloniens sind. Wir sind von 24 auf 72 pro Unabhängigkeitsabgeordnete gestiegen. Wir haben dann ein demokratisches Mandat für die Unabhängigkeit, für die Katalanische Republik, und wir werden bestimmt dieses Mandat benutzen. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Kongress hier im wunderschönen Südtirol.